Hallo ihr Lieben, heute kommt das Video zu der One Day Con und zu der Our Stripes Are Beautiful Con in Paris. Die waren ja beide jetzt am selben Wochenende. Und ja, ich mache das jetzt einfach mal in einem Video zusammen. Ich bin jetzt hier in meiner neuen Wohnung. Und ja, die noch nicht ganz fertig ist, aber wenn alles fertig ist, denke ich mal, werde ich auch eine kleine Wohnungstour machen. Ja, und jetzt zu letztem Wochenende. Also, am Freitag sind meine Mutter und ich hingefahren, waren sind Freitagabend dann in Paris angekommen und sind dann erstmal zur Registration von der Our Stripes Are Beautiful Con. Und zwar konnte man sich Freitag schon seinen Pass holen und ich dachte, dann mache ich das lieber, bevor ich es Sonntag früh dann machen muss. Ja, dann waren wir da erst, haben uns das schon mal alles angeguckt und dann sind wir zurück zu unserem Hotel, wo wir geschlafen haben. Und dann am nächsten Tag von da aus zum Con-Hotel, in der die One-Day-Con stattfand, also von The 100. Die war am Samstag. Ja, da waren Tasia, Chelsea, Sachin, Jared und William. Und ja, ich bin natürlich obviously nur wegen Tasia dahin gegangen und hatte eigentlich nur Extras mit ihr, abgesehen noch von Duo-Fotos. Und ja, also erstmal waren auch viele meiner Freunde da, das war auch schön, weil viele dort wieder hingegangen sind. Und ja, dann war das Opening Panel, dann waren schon das als erstes, glaube ich, gleich das Girls Duo, also mit Chelsea und Tasia. Ich werde euch gleich die Bilder nochmal einzeln zeigen. Und zwar habe ich Tasia ja schon seit Februar nicht mehr gesehen. Und ja, dementsprechend habe ich mich jetzt natürlich wahnsinnig gefreut und sie hat sich auch gefreut, mich zu sehen. ja, beim Duo bin ich erstmal an Chelsea vorbeigelaufen, die eigentlich auch zu mir wollte und dann bin ich aber erstmal zu Tasia. Aber ja, konnte nicht anders und ja, das Foto ist schön geworden und also das Duo-Foto, das liebe ich wirklich und danach hatte ich 4 Einzelbilder mit Tasia. Die sind, ja, ich bin zufrieden. Also sind jetzt nicht meine Lieblingsbilder, die meisten, aber sind okay. Und dann war ich glaube ich für den Vormittag fertig, ja. Dann war schon Lunchbreak, dann haben wir so ein paar Panel angeguckt von Tasia, das habe ich komplett gesehen. Meet and Greets hatte ich keine, weil die in Paris mag ich nicht. Die erstmal übersetzen die ja immer auf Französisch und es dauert schon allein die Hälfte der Zeit und nee, ach nee. Ja, dann war noch das Gruppenfoto, was eine Freundin und ich uns spontan noch dann geteilt haben. Eigentlich wollten wir das gar nicht holen, weil das auch teuer war. Aber ja, ich wollte nochmal zu Tasia, sie wollte nochmal zu Chelsea, so haben wir gesagt, okay, holen wir nochmal ein Gruppenfoto. Ja, und ich mag das Gruppenfoto eigentlich auch sehr. Tasia hat mich auf die Wange geküsst und zwar wieder so, dass ihr kompletter Kussmund auf meiner Wange war bis abends hin. Ich frag mich immer, was sie für einen Lippenstift trägt. Ja, auf jeden Fall das. Dann hatte ich noch das Boys Duo, also mit Jared und Sachin. Habe ich mir auch noch mit einer Freundin geteilt. Ja, und dann war es das mit den Bildern. Und dann waren halt noch die Autogramme, da war ich nur bei Tasia und Sachin. Das ging auch, also da habe ich jetzt auch nicht so lange gewartet, es war auch okay. Und bei Tasia hatte ich wieder schön viel Zeit, da war ich wirklich, glaube ich, fast 5 Minuten und wir konnten endlich mal auch ein bisschen mehr erzählen. Es war ja bei der Spacewalker nicht so, also doch schon am ersten Tag, ja, aber auf jeden Fall war es sehr schön und ja, Tasia war einfach super süß und ich kann mich nicht beschweren. Also der Tag war wirklich total entspannt eigentlich, ja, und schön und ja, also für mich persönlich war die One Day Con sehr schön. Im Gegensatz zu letztem Jahr, weil da, weiß ich nicht, da fand ich es blöd irgendwie. Da war ich ja bei Nadja irgendwie auch nur ganz kurz beim Autogramm und da ging auch alles wieder so schnell und so gehetzt. Aber dieses Mal waren halt auch nicht so viele Leute, also Fans da. Ja, und von daher ging es dann ganz entspannt eigentlich, ja. Und dann abends sind wir dann eben zurückgefahren in unser anderes Hotel, was da war, wo eben die Con am nächsten Tag war. Und ja, dann
zeige ich jetzt am besten erstmal die Fotos von der One Day Con, dann ist das erstmal abgeschlossen. Das erste ist einmal das Duo. Die waren auch beide so schön bunt angezogen. Ja, das sieht sehr schön aus. Ich finde das total süß, vor allem Charles, die sieht da so süß aus. Dann noch das Duo, was ich mir mit einer Freundin geteilt habe. So. Da wollten wir aber auch so halt separate Posen machen. Mit unserem Liebling. Finde ich auch total schön. Ist süß. So, dann kamen meine Einzelfotos mit Tasia. Also das ist mein absolutes Lieblingsbild von den Vieren. Also finde ich auch generell total schön. Das ist eines meiner Lieblingsbilder mit Tasia, denke ich, die ich bis jetzt habe. Die Pose ist aber auch echt schön. Also die ist mit allen dreien, mit denen ich das bis jetzt gemacht habe, ist das gut geworden. Dann das hier. Diese Pose, diese ganz einfache Pose, haben wir nämlich gemacht, als wir uns das allererste Mal gesehen haben. Also bei unserem ersten Foto 2016 in Stuttgart haben wir diese Herzchenpose gemacht. Und ich meinte so zu ihr, ich möchte das jetzt einfach nochmal neu machen, weil ich damals auf dem Bild erstens furchtbar aussah. Und ich dachte mir, wäre eigentlich ganz süß, wenn man es nochmal so recreated. Ja, finde ich auch ganz süß, das Bild. Einfach, aber süß. So, das sollte hier eigentlich die Koala-Hackpose werden, aber ja, ich weiß nicht, warum sie so weit weg sitzt. Aber ich liebe ihren Blick auf diesem Bild. Ach ja. So, dann das vierte. Ups, diese Umarmung. Das finde ich auch ganz süß. Sie guckt auch total knuffig. So, dann hier noch das Boys-Duo. Weil ich halt einmal kurz zu Jared wollte, aber ich wollte jetzt kein Einzelfoto oder Autogramm oder so. Und das Gruppenbild. Ein bisschen dunkel hier. Ich hoffe, es ist generell nicht zu dunkel, weil ich habe jetzt hier nur die Lampe an. Ja. Und Sachin, wie er da steht. Ich finde es total süß. Super calme, est-ce que ça va? Thanks for coming, guys. This is great. This is great. Any reason to come back to Paris? Any reason? Any reason? Any reason? Any reason? I like the ear. No, I like the leg. They missed that. I gave the stupidest analogy about shipping. I put a cow in there. And I said, what if I like a cow? And you like the ear and you like the leg. They shouldn't be yelling at each other. They should be both be like sharing. We're both the same cow. It made sense in my head for about 4 seconds, and then as I was saying it, I was like, this is really stupid. But it's pretty great. They're very receptive. They're very lovely. I love you guys. Yeah. I just want to say hi. Hi. How are you? Good. It's so lovely to see your faces again. William just commented on Clutch, and he's like, this is when insomnia kicks in. We're all just like, oh, what time is it? Hello again. I just want to say hi again, and it's so wonderful to be here, right? Lovely. Love your hat. Very nice. Who stayed up until 3 a.m. to watch the Raptors game? You did not. You guys are just like, just a party. 5 till 6 a.m. You started at 3 a.m. Ja, so viel dann zu der Con. War auf jeden Fall wieder toll gemacht. Also ich muss sagen, Donja wird mir auch übrigens immer sympathischer, die Veranstalterin. Es ist schon schön, ja. Dann die Con am Sonntag. War, okay,
Aber ich sage mal so, ich hätte jetzt nichts verpasst, wenn ich jetzt nicht hingegangen wäre. Das war ja quasi eine LGBT-Con und ich kannte die Hälfte der Darsteller, die da waren, nicht. Ich war im Prinzip wegen vier Leuten dann da. Und zwar waren es einmal Dom und Cat von Winona Earp, Floriana, die Maggie spielt in Supergirl, und Isabella Gomez von One Day at a Time. Das war auch so mein Highlight, weil die wurde kurz vorher noch angesagt und da war ich so glücklich, weil ich die unbedingt mal sehen wollte, weil ich die Serie jetzt gerade durchgesuchtet habe. Und da war die Con ganz anders aufgebaut. Das ist, die Veranstalter sind Empire Conventions, heißen die, glaube ich. Erstens hat es angefangen, nach dem Opening waren direkt die Autogramme. Also ist ja auch zum einen gut, hatten wir das Schlimmste schon mal hinter uns, weil man da auch wirklich lange anstand. Ich habe jetzt auch irgendwie keinen Vorteil davon gemerkt, dass ich jetzt einen Pride Pass hatte, weil der ja eigentlich viel höher ist als die meisten anderen Pässe. Der kommt ja direkt nach VIP, aber ich stand jetzt nicht so weit vorne. Also ich weiß nicht, ob da irgendwas, haben sie scheinbar nicht drauf geachtet. Aber okay, die Autogramme, da war ich bei jedem nicht mal eine Minute, glaube ich. Bei Isabella war ich vielleicht eine Minute, aber bei Dom und Cat auf keinen Fall eine Minute. Also es war schon ziemlich schnell. Von daher konnte ich weder irgendwie den großartig Fragen stellen, noch irgendwie mit denen reden. Also konnte ich mir jetzt nicht so einen wirklichen Eindruck machen. Sie sind alle total lieb und süß gewesen, also totale Cuties alle. Isabella war auch süß, die hatte ihre Mom dabei und ich hatte meine Mom auch dabei. Und ja, dann nach den Autogrammen dann war noch Isabellas Fotos und dann war schon Lunchbreak. So, mit Isabella hatte ich zwei Fotos, die sind auch süß geworden beide, die mag ich total. Ja, dann war eben Pause. Dann nach der Pause ging es weiter mit dem Duo von Dom und Cat, das ist auch gut geworden. Da habe ich dieselbe Pose gemacht wie mit Tasia und Scherzi, also so übereinander legen. So, und hier kommt das, was mich gestört hat an diesen Veranstaltern. Man durfte viele, wirklich viele Posen nicht machen. Gleich von vornherein. Man musste, bevor man hingegangen ist zum Star, dem PA da zeigen, welche Pose man machen will.
Und der hat es denen dann gesagt, was auch dämlich war, weil die meisten es trotzdem nochmal auf dem Handy denen gezeigt haben. Also den Stars. Aber okay. Hier kam jedenfalls hin und meinte, ich möchte diese Pose machen und wenn sie Nein sagen, dann eben eine Umarmung. Und dann meinte sie gleich so, ja, nur Umarmung. Und ruft den beiden so zu, ja, Umarmung. Ich so, nee. Und dann habe ich halt Dom und Cat dieses Bild gezeigt und die beiden so, Und Cat lag direkt auf dem Boden. Und okay, ja. Manche nur zu Dom, okay, you're on top. Und sie so, oh, nice. Also die hatten da kein Problem mit, irgendwie mit dieser Pose. Die haben sofort, die haben ja, dann haben wir diese Pose gemacht. Das Bild ist auch total toll. Ich finde es total süß und lustig. Dann kamen meine Einzelbilder. Ich hatte zwei mit Dom und zwei mit Cat. Und gut, bei Dom habe ich eine Pose gemacht, die ich machen wollte. War okay. Die zweite Pose war, weiß ich nicht. Ich glaube, ich erkläre es gleich direkt, wenn ich die Bilder zeige. Dann kam das mit Cat. Da war es direkt noch schlimmer von den Posen her. Da habe ich überhaupt gar nichts gemacht, was ich machen wollte. Nicht mal irgendwie annähernd. Also, ja. Und dann hatte ich noch ein Bild mit Floriana. Da habe ich dann direkt eine Pose ausgesucht, wo ich wusste, ja, okay, das geht. Weil ich hätte gerne irgendwas auf dem Boden gemacht. Und das war komplett verboten. Man durfte sich nicht auf den Boden setzen. Obwohl die das vorher beim Duo gemacht haben. Da haben sie sich ja sogar hingelegt. Also, keine Sitzposen, Hebeposen ja sowieso schon mal gar nicht. Also da habe ich gar nicht erst nachgefragt, weil ich dachte mir, wenn die hier so streng sind, wird das sowieso nicht. Und weiß ich nicht, generell, die haben so bei jedem gesagt, nee, das geht nicht, das ist, nein, mach's lieber so. Oder da dachte ich mir so, wo bin ich hier? Ich meine, man kann die Stars ja fragen, wenn sie sagen, lieber nicht, dann ist es ja okay, wenn sie selber das jetzt nicht unbedingt möchten. Aber dass sie gleich von vornherein das sagen, also ich, so sowas kann ich gar nicht ab. Schon alleine, dass ich denen vorher meine Posen zeigen muss, das mag ich nicht, sowas. Das finde ich doof. Ich hatte ja überlegt, ob ich zu der Winona Earpcon gehe, die dieselben Veranstalter im November machen, aber das hat sich dann jetzt erledigt. Da werde ich definitiv nicht hingehen und generell auch nicht mehr zu irgendeiner Con von denen. Weil, das stresst mich. Das hat mich total aus dem Konzept gebracht, alles. Und dann, konnte ich auch nicht so schnell Posen improvisieren. Denn selbst diese Ausweichposen, die ich hatte, falls die Stars das nicht machen wollten, die waren ja auch nicht gut. Sollte ich auch so nicht machen. Wirklich, ich wollte mich mit Cat auf den Boden setzen, weil sie sagte, ja, lass uns die Pose machen. Wir waren beide am Runtergehen. Da kam eine von diesen Mitarbeitern und schreit so, nein, nein, nicht auf den Boden. Dann sind wir beide wieder aufgestanden. Wo ich mir so dachte, ist sie irgendwie dumm? Wieso? Sie sieht doch, dass Cat das machen möchte. Wo ist ihr Problem? Ja. Sowas ist für mich ein No-Go auf Cons. Also das ist schon mal so ein riesen fetter Minuspunkt. Und im Prinzip hat mir das auch die Cons ein bisschen verdorben. Weil, ja, die Fotos waren schon teuer. Im Vergleich jetzt zu Sahnwild Cons waren die Fotos da schon teuer. Ja. Okay, dann waren die Fotos vorbei. Und die waren zum Glück relativ schnell ausgedruckt. Und dann habe ich noch versucht, mir ein Panel anzugucken, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich war nicht so interessiert, muss ich sagen. Aber ich habe ja schon mal gesagt, dass Leute, die nicht von The 100 sind, mich im Panel eigentlich auch nicht interessieren. Ja, also die Con war ganz okay und für viele sicherlich auch sehr schön, aber mich persönlich stört sowas halt sehr. Und darum mache ich auch keine mehr von denen, das ist mir jetzt schon auch klar. Und außerdem muss ich auch feststellen, dass wenn ich auf einer Con bin, die ein anderes Fandom oder andere Fandoms beinhaltet als The 100, dass ich mich da irgendwie so ein bisschen verloren fühle und weil meistens auch nicht viele Leute, also von meinem Freundes- oder Bekanntenkreis da sind, die ich kenne, weil die meisten dann da halt nicht hingehen. Und ja, ich weiß nicht. Und ich kenne die Stars halt nicht, ich weiß nicht, was ich mit denen reden soll, das ist halt so eine Sache. Auf Comic-Cons ist das ja was anderes. Da kann ich gerne alle möglichen Stars von allen möglichen Fandoms sehen, die ich unbedingt mal treffen will. Das ist super. Aber Hotel-Cons sollte ich wirklich nur noch von The 100 machen, weil das andere ist nie so richtig gut gewesen bis jetzt. Ja. Also, so viel dazu. Ich zeige jetzt mal die Bilder und die verunglückten Bilder und naja. Das war übrigens der Pass für die Con. Sehr nice. Wir durften auch die Karten von den Extras behalten, da wurde dann immer nur was abgerissen. Ja, und hier ist mein erstes Foto. Das ist einmal das Duo. Ach, das war gar nicht mein erstes Foto, ich hatte zuerst Isabella. Egal.
Das war vor so einem rosa Hintergrund, das war ganz schön, weil ich habe ein paar Bilder vor so einem blauen Hintergrund und das ist doch ziemlich dunkel. Ja, aber das ist total süß. Wie Dom sich da wegstreckt, ist zu goldig. Ja, meine ersten beiden Bilder waren ja mit Isabella. Einmal das hier, das liebe ich total. Das finde ich so süß. Und sie ist auch total schnuckelig und oh. Ja, und dann noch dieses hier, was ich auch schon mit Eliza gemacht habe, die Pose. Weil das finde ich auch ganz süß. Ja, aber der Hintergrund ist halt schon arg dunkel. So, dann kamen meine Bilder mit Dominique. Also das ist die Pose, die ich auch machen wollte, eine von denen. Das ist also schön, sie hat sogar die Augen zu. Voll süß. Und das andere, ja, eigentlich, das sollte ja eigentlich eine Sitzpose werden, so, oder Koala-Hake oder irgend sowas. Keine Ahnung. Ich habe mich jedenfalls runtergekniet, sie kam auch runter, dann haben die schon wieder gebrüllt, nein, nicht auf dem Boden. Also sind wir in dieser Stellung dann hocken geblieben einfach. Und ja, haben jetzt so ein Bild. Ich meine, es sieht süß aus, sie lacht so süß und es ist schon ganz goldig, aber es ist halt, keine Ahnung, es ist halt überhaupt nicht das, was ich machen wollte. Und ja, ich weiß nicht, da war ich halt schon ein bisschen, was mache ich hier? Dann mein Bild mit Cat, wieder vor diesem furchtbaren Hintergrund. Das ist zwar so auch ganz süß, aber ich finde die Pose halt nicht so doll. Ich habe sie ja noch nie gesehen und da hätte ich auch dann auch eine Umarmung machen können, wenn ich schon nur so was Einfaches habe. Aber in dem Moment, ich wusste nicht, was ich machen sollte und dann haben wir es halt einfach so angesehen. Ja, es ist süß, aber ich hätte gern auch irgendwas anderes gehabt, weiß ich nicht. So, und das nächste ist eine Vollkatastrophe. Wir wollten diese Kurzpose machen, die ich ja mit Rhiannon hatte. Und sie war auch richtig dran. Also sie hatte ihren Mund auch an ihren Daumen, ne? Aber was macht die Fotografin? Sie hat vorher abgedrückt. Also das hier, wo wir ja noch nicht mal, wo die Pose nicht fertig war. Und Kat hat sogar noch irgendwie ihren Mund so offen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht. Es ist so voll komisch, als ob sie noch irgendwie, als ob sie dann noch was gesagt hat oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es total unfertig. Und was ist das? Das ist Mist. Also das Foto finde ich total schrecklich, das kann ich nicht gebrauchen. Also im Prinzip habe ich ein vernünftiges Bild mit Kat jetzt. Und ja, hätte ich das gewusst, hätte ich mir auch nur ein Fototicket geholt. Vor allem die Fotografin zeigt uns bei diesem Bild noch das Bild auf der Kamera. Und ich dachte so, wieso ist sie da so weit weg? Sie war doch dran. Und dann meinte ich so, können wir das nochmal machen? Und die Fotografin so, nö. Ja, warum zeigt sie mir das Bild, wenn wir es nicht nochmal machen können? Also das war auch so richtig dumm. Da war ich total konfus und ja, keine Ahnung. Und das ist hier mein Bild mit Floriana. Da habe ich dann auch einfach nochmal die Pose gemacht, die ich mit Dom gemacht habe. Halt was Einfaches, Kuscheliges und Süßes. Vor allem Floriana ist ja auch total klein und niedlich und zierlich. Und ach, sie ist auch so ein kleiner Engel. Ja, total süß. Ja, so war das und das hat mich natürlich aufgeregt, kann man sich vorstellen, wenn da so ein Foto bei rauskommt, dass das nicht so toll ist, vor allem wenn sie es ja sogar richtig gemacht hat, also das da, ne? Aber okay, gut. Ich habe die Mädels nun mal gesehen, war ganz schön, aber reicht auch für einmal jetzt, also ich gehe nicht nochmal zu einer Winona Earpcon oder so, das muss nicht sein, spare ich Geld. Ja, so viel jetzt zu diesen beiden Cons. Ach, was ich noch sagen will, also diese LGBT-Con, also die war auf die Minute pünktlich. Die haben kaum überzogen, war ich nicht gewohnt. Ich kenne nur so 100 Cons, die immer 1-2 Stunden überziehen. Und ja, naja, im Großen und Ganzen war das Wochenende schön. Und ja, dann bis zum nächsten Video, was sicher entweder die Wohnungstour sein wird oder das Video zur Alicia-Con nächsten Monat. May we meet again!